die Fleischwunden mit reinnehmen. Alles Verbrennungen. Verbrennungen. Dann hast du das wieder gemacht. Auspuff geschweißt und der ist von der Werkbank gerollt und ich habe ihn nicht richtig fangen können und da ist er da rangekommen. Während der heiß war wahrscheinlich, oder? Ja. Nee, ist kein Gefrierbrand, ist schon von der Hitze. Achso, gut, nee, sorry, das musst du mir erklären. Hallo alle zusammen, Runde 2 Kreinbach Österreich Driftmasters. Erstes Video ist am Start. Freitag ist im Prinzip schon vorbei. Wir haben ein paar Läufe gefilmt. Wir hatten heute nur eine Stunde Training. Das heißt, wir haben ganze 3 Läufe geschafft. Sagen, ich bin selber eigentlich ganz okay zufrieden. Die ersten 2 waren so lala, beim dritten habe ich wieder maßlos übertrieben. Das heißt, Stoßstange abgefahren und einen Reifenstapel umgeschmissen. Aber das Auto ist jetzt schon sehr schnell und wir können uns leicht zurücktasten. Womit ich immer noch klarkommen muss, ist, das Auto fühlt sich als für mich relativ langsam an, ist aber offensichtlich sehr schnell von außen. Dass man das als Fahrer realisiert, damit muss ich noch ein bisschen besser umgehen können. Aber ansonsten bin ich trotzdem schon sehr zufrieden mit den 2 Runden. Wir haben morgen noch mal fast 2 Stunden Training vor der Quali. Sollte passen, Auto läuft soweit. Wir werden die kosmetischen Sachen wieder in Ordnung bringen. Ist nicht viel, nur der Schweller ein bisschen und die Stoßstange wieder ran. Ansonsten ganz normaler Check-up, ob alles fest ist. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal noch, weil wir es in Mondello nicht gemacht haben und hier jetzt eigentlich auch fast alle da sind, gehen wir mal durchs Fahrerlager, gucken, wer alles so mit am Start ist, weil das hat euch immer ganz gut gefallen. Also, los geht's. So, wir fangen. Geht's schon los? Ja. Bin ich scharf? Nee, du bist nie scharf, aber du siehst, nee, egal. Du siehst auch nicht scharf aus. Das ist, ja. So, wir fangen hier an, hier drüben, Startbereich, Warm-Up-Zone. Hier der Diego, mit dem sind wir zusammen Fähre gefahren von Irland heim aus Portugal. Also er denkt, wir fahren schon weit, die fahren weiter. E92. Das ist eigentlich Eurofighter? Nee, ne? Nee. Normaler E92. Ja. Weil die Front danach aussieht. Ja. Mit Mercedes 6-Zylinder. Mercedes, ah, okay. Ich bin schlecht bei Mercedes, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr cooles Auto. Wie gesagt, aus Portugal richtig weite Anreise nach Irland schon. Und egal wohin, die haben es immer weit irgendwie, weil die ganz unten sind. Aber ja, coole Leute. Da gibt es doch keine Serie oder sowas, ne? Ich glaube Spanien oder Portugal, da gibt es schon. Ja, die hatten doch mal King of Europe irgendwo mal eine Station oder ja, sowas, aber ja. Das war es doch noch gewesen. Sind auf jeden Fall alles sehr in Ordnung. Wir haben sehr viel Zeit auf der Fähre und haben da Blödsinn gemacht. also alles wie hier? Deswegen ja. Dann geht es hier rechts weiter. Ich habe keine Ahnung. Aus Schottland. 1er BMW. Mit einem fetten LSV 8 und Kompressor drauf. Klingt auf jeden Fall sportlich nach. Wie? Ah, okay, danke. War wichtig. Ja, auf jeden Fall, alle weiß, der richtig krass. Ja, nur gute Autos hier eigentlich. Das hat übrigens Manuel Wacker aus Italien. Richtig gutes Auto, ebenfalls Link Engine Management Sponsoring. Richtig sauber aufgebaut, hat auch den, ich glaube aus E46, aber den M-Motor, also ein S54 drin mit Turbo. Richtig geiles Auto, richtig schnell.
dann geht's weiter in der viel. Auch ein Italiener. Viel E36 am Start. Ich weiß gar nicht, was für ein Motor drin ist. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Das Weiß mit dem Gelb ist cool. Das ist clean. Ja. Lässt nicht viel breiter aussehen als eh schon. Ihr seht, jeder fährt schnelle Reifen mittlerweile. Oder nur noch. Ich denke, das macht es zurzeit am schwierigsten hier. Hier drüben Jocke Andersen, ihr kennt ihn vielleicht vom Iron Drift King, hat dort damals die Pro 2 Serie gewonnen beim allerersten, ist jetzt mit in der Pro-Klasse unterwegs, fährt auch denselben Mercedes 6-Zylinder-Motor, sieht auch richtig ordentlich aus. Ja, aber die ist Mercedes. S14 jetzt, der ist damals den Mercedes Kombi gefahren, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Fährt jetzt S14, richtig cooler Typ, ordentlich aufgebautes Auto. Hier links Benedikt aus Chirma. Ich glaube, jeder kennt ihn, der Driftmasters verfolgt. T92 Eurofighter 2JZ. Ich denke, sollte jedem ein Begriff sein. Hier zwei neue, dieses Wochenende mit am Start. Direkt aus der Ukraine. Finde ich richtig cool, dass sie trotz der ganzen Umstände, die zurzeit auf dieser Welt herrschen, zwei so fette Buden mitgebracht haben. Ein ganz neuer Supra mit 2JZ. Ihr seht jetzt richtig geil aufgebaut. Ich mag es neu fest. Jeppa Racing, die Firma von. Na, weiß schon. Alex Gulvagno, steht auch dort. Hi. Machen richtig saubere Arbeit, richtig sauber aufgebaute Autos. Ihr seht das Eurofighter-Kit für den Supra, also alles von HGK. Mhm. Auch beide knapp an den 1000 PS. Hier drüben noch ein S15, ebenfalls 2JZ. Also richtig, richtig geile Autos. Dann kann es sein, dass der Vasiliauskos wieder heimgefahren ist. Oh. Der hat von seinem Auto alles aufgeladen, Reifen rausgefahren. Auf keine Ahnung, ja. So, dann gehen wir hier in das hintere Eck des Fahrerlagers. Ihr seht hier, ist der Reifenservice. Die Armschweine. Jetzt Abend, Selbstbedienung. Anscheinend scheint hier so eine kleine Firma zu sein, RP Tools. Die stellen da gleich zwei Maschinen zur Verfügung. Richtig coole Sache. Hat sie schon ganz schön gemacht, das PS Racing Center hier. So, dann kommen wir hier in die norwegische Ecke. Euer Nielsen, so AH 2JZ. Euer Nielsen war doch der, dessen Team letztes Jahr das Lenkgetriebe mit uns gewechselt hat, oder? Nee. Nee? Nee, das ist nicht da, das war Overguard. Ach, Overguard, okay. Irgendwas mit O. Toyota, so AH 2JZ. Dann vor Arne. Wir dieses Jahr mit neuem Motor, 1UZ Toyota, Turbo aufgeladen, ebenfalls S13. Kennt ihr alle noch? Sind alle straff am Vorbereiten. Dann geht's hier weiter. Tschechisch-griechische Ecke. Marco Sakuril. Zweier ist das, oder? Das ist ein Zweier, ja. Zweier BMW M62, glaube ich, also der Vierer. 4 Liter V8 oder 4,2 Liter V8. Hey. 4,4. Oder 4,4. Ja, wenn es der so große ist, ja. Mit Turbo, richtig, richtig schnelles Auto. Ich ist ja auch schon die ganze Zeit dabei, ich denke, wir kennen alle. Das war gegen den bist du letztes Jahr in Tschechien Finale gefahren zur Saisoneröffnung, ne? Genau, genau. Auch richtig sauber aufgebaut. Hier aus Griechenland, AE86 mit SR20. Das ist doch das ist der einzige AE86 neben dem von Driftworks, wenn die den noch haben, oder? Oder ist das ein SR20? Ich glaube, es gibt bestimmt noch mehr. Aber also jetzt so bekannt in Europa, werden. Richtig, richtig schnelles Auto, klein, leicht. So Go-Kart-Style. Ich kann euch gar nicht sagen, was genau es für ein Motor ist, aber. Ich weiß nicht. What engine do you run? It's from Camry, RAV4. It's not an SR20. No, no. Okay. It's 2.4 liters Toyota. Okay. Aluminium block. Ah, nice. How much power do you make? Now we put a smaller turbo. Okay. It's about 700. Okay. That's the crank. Cool. Okay. Nice. Mm-hmm. Looks great, man. Like thank you very much. Okay. Good luck tomorrow. You too. Also, kein SR20, Entschuldigung. Toyota Camry 2,4 Liter. Ich muss gucken. Kalin hat das Auto schick gemacht. Oh, Entschuldigung. Kalin Koyetan aus Rumänien. S15 2JZ ist auch schon jetzt jahrelang dabei. Gegen den bin ich es 2019 hier gefahren. Ein One More Time, dann leider verstuhlt. Diesmal hoffentlich besser. Was ist das denn, Alter? Ist das ein Ford? Ach, das ist ein Subaru. Ich
Sieht aus wie ein alter Ford Escort. Ihr seht's, 2er Z drinne. Okay. Auch aus Italien. Sieht sauber aufgebaut aus, mal ein ganz anderes Chassis. Ja. Mal was Neues. Subaru sagt mir auch gar nicht, also halt ja. Nirgendwo gesehen. Schick, schick. Dann geht's ja weiter Ungarn. Kevin Biscoldi aus Treckwood letztes Jahr. Das Finale, ihr wisst vielleicht noch. Hallo. E92 V8 Kompressor. Französische Ecke. Ja, aber jetzt zwei mit? Axel François ist da, gell? Axel François, zwei Autos, auch Toyota. Also UZ oder JZ? UZ. Also V8, Toyota V8. Ah, okay. Dieses Jahr mit Turbo und Kofferraum, also ganz wildes Setup. Da hast du doch ewig, das war doch der Waldung irgendwie gebaut, drin mit ja, Ladedruckverzögerung. Ja, aber hier scheint es ganz okay zu funktionieren. Ich hätte eine Ahnung gehabt. Ja, ist schon immer verrückte Sachen macht er, scheint sich für ihn. Turbo im Kofferraum, warte mal kurz. Na, what is your language? You don't say. Huh? What language do you use? German. German inside our videos, yeah. Oh. Achtung, Wiedersehen, ich bin Axel. 1, 2, 3. Polizei. Polizei? Ja, so. Polizei! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ah, this is a French thing. Ja, yeah, yeah, for sure. Yeah, so now you know roughly about 80% of the German language, it's okay. That's okay. I can live in Germany. I can find a girlfriend. We should do the same. Yeah. Ihr könnt es hier sehen. Verrückte Setup, Turbo im Kofferraum. Riecht sie ruhig viel. Okay, see you later, guys. See you. See you. Verrückte Setup. Das kann ich mir echt kaum also vorstellen, dass du da nicht. Ja, das klingt aber auf der während der Fahrt ganz okay. Ich weiß nicht, wie es ist, aber. Ja. Wird sich schon was bei denken. Ja, gehe ich davon aus. So, wieder außen rum hier. So, hier geht es gleich hochgradig weiter. Kuba Schigonski fährt Rallye Dakar fürs Orlean-Team. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, Red Bull. GD86 mit 2RZ bauen gerade ein neues Auto auf, den Nachfolger im Prinzip, den GA86 mit dem B85 58 Motor aus dem Supra. B58. Ne? Richtig schnell, richtig ordentlich aufgebaut. Richtig getarnt. Richtig getarnt. Jetzt, also, ist ein Pole, polnische Ecke hier. Das ist das Boss-Body-Kit immer, ne? Was, genau. Was ist da drunter? S14, 2RZ. Die sieht überhaupt nicht nach S14 aus, das ist brutal. Ja, mir gefällt es auch nicht. Ich finde die eigentlich cool. Echt? Ja. So ist komplett anders. Also sieht halt so amerikanisch. Also ja, sollte aber Sache, Gottes Willen. E46 V8 mit Kompressor. Richtig coole Autos. Geht's hier weiter? Fehlt's Auto. Ebenso S13 2RZ wie mein Auto, Norbert Semmelsch. Tak, tak, tak. How are you? Long time no seen. Yep. Still the same? Of course. You have an interview? No, we're just filming some new stuff, so we make a little bit work. So cool. Yeah. See you later, man. Yeah. S13 2RZ. Das war gerade wer? Der Karkosi. Der hat jetzt lange Haare. Ich habe dich das letzte Mal vor 5 Jahren gesehen, Alter. Das ist okay. Ja, dann habe ich ihn echt nicht erkannt. Hier drüben Oliver Randalu, unser Gegner aus Irland, hat das Zelt schon zugezogen. Die ganz, ganz unauffällige Farbe. Auch aus Portugal? Nee, was ist denn das wieder für eine Flagge? Griechenland? Nee. Hallo Arc. Ja, warte mal, die Flagge. Sind die auch in Irland fahren? Das ist schon in Portugal, glaube ich. Oder kann der nicht von da unten? Nee, das hier. Irgendwas, irgendeine ganz kleine Info bei Griechenland oder sowas? Das Portugal ist doch nicht. Portugiesisch Flagge sieht anders aus. Ich bin Rodrigo Gallo hat uns in Irland besucht mit den ganzen Link-Leuten zusammen mit dem großen Chef. Richtig cooler Typ, hat mehrere Autos. Sein erster Auftritt im Prinzip jetzt bei Drift Masters dieses Jahr. Kommt direkt mit einem fetten Bus hier hochgefahren. Also sehr, sehr coole Sache. Dann geht es hier drüben weiter. Ihr seht es. Reichert. Verrückte Scheiß. E92. Dann haben wir hier noch einen Subaru. Ist der vorne gefahren? Gefahren? Und ein S15. Weiter aus Italien, wie es aussieht. Was ist das, wie der neue italienische Fahrer sind?
auch neue Gesichter, na, die haben es wahrscheinlich hierher nicht so weit. Ja, stimmt, also sehr viele neue oder Wildcards dieses Mal am Start. Dann haben wir hier zur Linken in Randy mit seinem neuen S15. Dicht ins Auge. Hat mir was von Fast and Furious 1, das sah doch der Eclipse aus. War auch grün mit schwarzer Haube, glaube ich. Lauri Einhorn, S13, NASCAR V8, klingt richtig fett das Ding. So ein V8 hätte ich auch gern. Weißt du, was ist bei denen so besonders? Also, na, die drehen halt 9000. Ah, okay. Und recht viel Hubraum und dann, die drehen immer so schön schnell hoch, das klingt richtig gut. What's that car? I call to the guys, what car it is and which engine it has. Alice engine. No. Charles engine. No. 100 euros. 200. 200. Hey guys, Alice engine or not? No. Oh no. Ha! Oh! So könnte man Geld machen. Franz Kunitsch, Auto nicht da, Nissan Skyline, V8, neu aufgebaut, übelst krass. Wer ist denn, letztes Jahr war da noch ein Österreicher dabei, der relativ weit gekommen ist, der hat einen E92 gehabt, das war nicht der Brenn, das war... Der fährt nicht mit, das war ein geborgtes Auto, ach, wie heißt er, der ist nur Zuschauer. Der ist doch bis ins Finale gekommen sogar, oder war das nicht irgendwie Top 4 oder so? Kleines Finale, also ja, Top 4, ja. Ist dann Vierter geworden. Hier, das ist der Max, kurz gucken, ja. Grill läuft. Jawohl. Wenn wir wiederkommen, ist der Holzkohle ready. Na, dann haben wir jetzt noch einmal drei. Autocenter, denke ich. Ja, wird ab und zu mal zu sehen sein übers Wochenende. Dann geht's hier weiter auf Finnland. Alle kommen sie mit einem geilen Bus. Ich finde die Kombi ja übelst geil. Ist, glaube ich, sogar schon ein F30 oder was? Das ist ein F31. Das, ne? F31. Bodykit. M2. Auch ganz cool. Neuer Fahrer dieses Jahr. Auch Finnland. E-Klasse, oder? Ja. Ja, ist eine E-Klasse. Krass, das ist echt ein wichtiges Schiff. Sieht cool aus. Also, er ist auch richtig schnell auf der Strecke, finde ich. Das ist halt selten, dass du mehr Limousine hast, nur als Viertürer. Ist mal, ich finde wirklich ein cooles Auto. Warte mal, ich guck mal kurz wegen Motor. Das will ich selber wissen. And we are not. So yep, that's the engine. Hello. Hello. 2JZ. Okay. Okay, next. Felix Lindvall, Schweden. Der hat jetzt auch schon seit letztem Jahr S15, hat auch den Mercedes 3,6-Zylinder drin. Was ist denn das? Ich habe den noch nie vorher gesehen, also den Mercedes. Scheint gut zu sein oder gut zu funktionieren. Dann geht's weiter. Alle alten Bekannten, Juha Rentan. S15, 2JZ. Finde ich übrigens immer noch, muss ich sagen, obwohl es voll over the top ist, ein übelst geiles Design. Echt? Ja, mit dem Sparta. Also es wäre sonst nie was ich selber machen würde, aber ich finde das mit dem Sparta-Thema übelst geil. Okay. Hat auch richtig Dampf an der Kette dieses Jahr. Also klingt richtig massiv, wenn der vor einem 3 da aufwärmt. Mhm. GT86. Der war letztes Jahr auch da. Ja. Dieses komische Hasen-Optik-Gesicht, das Manga. Ja, das ist, glaube ich, ein Anfang. Sicher? Ja, ich glaube, das ist neu. Das ist doch Weißrussland oder was das ist. Das, den GT86 so als mit der Front. Das kann sein. Der kommt mir bekannt vor. Russischer Fahrer oder Weißrussland, irgendwas ist das. Was ist denn das für eine Flagge? Nee, das ist nichts aus der Ecke. Sicher? Nee, mit diesen Kronen sind das. Ich bin so schlecht in Geografie, Alter. Ja, ich auch. Tu es einfach aus. Schreibt's in die Kommentare. Wir sind übelste Fan-Vollidioten. Warte, ich zeig's nochmal. Diese Flagge. So. Willkommen zu einer neuen Folge mit Spaß mit Flaggen. Willkommen zu einer neuen Folge, wir haben in der Schule nicht aufgepasst. Ja. Der polnische Fahrerlager voriges Jahr auch wieder am Start gewesen, da war der S13 noch, der so Armer. Gegen den bin ich voriges Jahr hier in Kreinbach gefahren, in Top 8. Mhm. Auch mit LKW, richtig cooles Zelt, alles am Start. Extremreifen, Valinos, alles am Start. Hier also Pavel. Das ist seit letztem Jahr schon noch mal eine ganze Schippe draufgekommen, oder? So mit Gesamtequipment und Reifen und allem. Ihr Team Pavel Korbelinski bringt im Prinzip die Autos zum Rennen mit dem LKW. Er selber, das 14-2er-Set. Ein weiterer ukrainischer Fahrer mit V8 und zwei Torschüsse, GT86. Und wieder mit am Start David Karkosik mit dem alten Auto, im Prinzip, oder dem Ethnic-Auto, was Gregor Schöpki letztes Jahr noch gefahren ist, 2JZ. Der hat aktuell gesagt, nicht mitfährt. Fährt nicht mit, nein. David hat alles übernommen. Neues Design, sieht schick aus. Schnelles Auto, gutes Auto. Dann geht es hier drüben weiter. Meiner Meinung nach eines der geilsten Setups. Richtig geiler Anhänger.
Griff Brothers Schweden, 2 € Fighter mit S-Motor. Dieses Jahr neu bei Ihnen, habe ich auf Instagram gesehen. Die haben den Motor gerade gestellt, die sind ja eigentlich geneigt. Mhm. Haben also 2-mal Trockensumpf, gerade gestellt Motor. Warum, konnte ich noch nicht erfragen, aber sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Ich finde, also trotzdem, das ist zwar Geschmackssache, aber so diesen Buckel auf der Haube, ich finde den übelst fett. Der hat was von Nashorn irgendwie, aber ich finde es geil. Dann Christian Erlen Andersen, GD86, 2JZ, auch schon länger dabei, nicht mehr in Blau, sondern jetzt in Ocker. Ach, alles klar, jetzt kann ich den zuhören. Oder was auch immer, wie man die Farbe nennt. Braun. Braun. Braun-beige. Da vorne ist. Liftmasters Merchandise, Athletic Merchandise, Valino Merchandise. Dann haben wir hier weitere Ungarn. Adam Kreni, ganz großer Drift-Kings-Fahrer. Die haben jetzt eine Firma mit Rente Driftcar. Also die könnt ihr anschreiben, wenn ihr mal ein fettes Event fahren wollt und habt nicht das Auto dazu. Kann man sich ja ausborgen anscheinend. Fragt mich nicht über Preise oder was da alles dazugehört. Dann geht Irland los. Twain McKeever. Der hat das Design ein bisschen entschärft. Also ich habe die noch im Kopf von ähnlich, ja. Ja, von Drift Allstars, da war das immer so blau-gold, das war übelst geil. Ja. Das sieht trotzdem cool aus. Ebenso S13. Sieht aber übelst clean. RB26 Billet Block, richtig krass. Also komplett. Ja, das ist krass, der einzige. Halt ja, geschmiedeter Block im Prinzip, Trockensumpf, alles am Start. Richtig ordentlich aufgebaut. Einer der schnellsten hat hier 2019 gewonnen. Aber wer ist denn früher noch RB26? Ach, Vicek ist noch RB26 gefahren, ja. Früher mal, ne? An seinem Skyline. Bundeshartmann, für den haben wir einen Riemen mitgebracht. Neues Auto E92, 2JZ. Sauber aufgebaut. Ja, aber ist bis letztes Jahr E46 gefahren, ne? Genau, genau. Adam Zaleski. Alles wie immer. ED86, 2JZ, schnell. Sauber. Ich mach jetzt jedes Mal einen Piep drüber, wenn du sowas sagst. Okay. Schnell, sauber, 2JZ. Auch ein neuer, kann ich gar nichts dazu sagen. M50 oder M52 Turbo. Und dann kommen wir jetzt in die letzte Ecke sozusagen. Nicht letzte Ecke im Fahrerlager, sondern die letzten paar Fahrer. Hier die Profi-Ecke. Die dürfen auf richtigen Asphalt stehen, nicht wie wir hier. Ja. Schon zugezogen, Wurfhaus-Team. Hm. Peter Wiczek. Wieder mit zwei Autos. Natürlich am Start, S15, 2JZ. Sind die genau identisch eigentlich? 900 PS NOS, ja. Schnellste Auto im Dritt. Typical German Irish friendship. Are you trying to get me in trouble? Huh? Are you trying to get me in trouble? No. You sure? At the briefing? Yeah. No, everyone was laughing and I told them a bit more practice would be nice. Oh no, practice would be good. A bit more practice. Practical inspection, no. Why? A bit more practice would be nice. Because then we can't drive. Yeah. Gut, okay. Ja, also Shanahan's Kurzabriss. Zweimal GD86, 2JZ. Corner für dieses Wochenende, neuen Motor, mehr Leistung, ihr seht's. Komplett Hinterachse draußen. Er hat es uns erklärt. Um in Quick Change im GD86 zu fahren, muss man es relativ weit oben im Rahmen einbauen, dass es nicht gleich auf den Boden schlägt, dass es nicht zu tief in der Achse sitzt. Dadurch muss man für die Antriebswellen sehr viel in der Achse aussparen. Das macht sie sehr instabil, sage ich mal, und sie ist gerissen. Sie sind gerade oben in der Werkstatt, das reparieren, deswegen Achse draußen. Haben also wie immer straff zu tun. Checks Auto ist ganz okay, soweit hat er gesagt. Dann geht's hier weiter. Clemens Gaudier. Gauderer. Ja, der ist letztes auch mitgefahren, ja? Ne? Gauda. Hm. Der Käse. Okay. AE86 SR20 komplett von HGK aufgebaut. Ihr seht, Carbon Kevlar. Richtig schnelles Auto, richtig leicht. Und zu guter Letzt, James Dean. Nicht täuschen lassen, es ist ein S14 mit komplett umgebaut auf S15. Da gibt es von einer amerikanischen Firma, die bauen auch alles aus Carbon Kevlar. Da gibt es im Prinzip das Kit so, dass es direkt an S14 passt und aber ein S15 ist. Ist ganz cool. Ich denke, er wird sich was bei denken, warum S14 2JZ drin, dasselbe Auto, was er voriges Jahr in der russischen Serie im Prinzip gefahren ist. Also erst 2 Jahre alt. Sieht richtig schnell aus, sieht ordentlich aus, cool aus. Mir gefällt es sehr. So eine Lippe vorne brauche ich noch. So für ein Rennen, bevor du sie abreißt, meinst du? Ja, 2 Rennen, sorry. So. Aber ja, also Spoilerschwert sieht immer übelst fett aus. Das ist. Finde ich auch an sich. Ich würde ein Auto unten einfach so voll packen, wie es irgendwie geht. Das bringt ja beim Drift noch nichts. So, und das war. Friday. Freitag, Fahrerlagergang. Drift Masters Österreich.
2022, was soll ich noch sagen? Ja, keine Ahnung, viel mehr musst du nicht, ich packe noch ein paar andere Szenen mit dran. Wir jetzt gehen jetzt zurück, Barossa und Rostbredel auf. Ganz wichtig, Essen, ja. Endlich was essen. Auch richtig mit unseren cool geilen neuen Zelten, muss man nochmal erwähnen. Wie immer, geile neue Zelte. Richtig viel Besuch, hoher Besuch heute da. Der Steve von Durst, unserem Hauptsponsor, ist mit am Start mit einem Kumpel. Physio ist wieder mit am Start. Die Jungs sind alle mit am Start. Also, wir hoffen auf ein gutes Wochenende. Auf meiner nicht so favorisierten Strecke. Aber haben die an der Strecke morgen eigentlich was geändert? Da war doch immer ein bisschen Beton haben sie außen, wo die ganz großen Löcher waren, hin, aber viel nicht. Okay. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Morgen noch ein bisschen die Linie üben und dann Quali. Ihr seid mit dabei. Bis morgen.